Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin durch wilde Katakomben gerannt und bin auf ein riesiges Skelett gestoßen. Beim zweiten oder dritten Mal hinlaufen habe ich allerdings bemerkt, dass unter der Hängebrücke, kann ich vielleicht vor dem Ding herlaufen? Ja, vielleicht. Unter der Hängebrücke noch ein Dämon wartet. Hyper, hyper, you're pretty and I like ya. Und diesen Feuerdämon, den will ich mir jetzt nochmal anschauen. Ich habe ja sowieso mein Zeug da unten liegen lassen. Vor der Mimika, die mich gefressen hat. Ganz wild. Ganz wilde Sache hier unten. Also erst einmal schnell. Oh oh, oh oh. Okay. Du hattest dein erstes Mal auch ohne Hilfe. Grüß dich, Paul. Schön, dass ihr alle am Start seid. Danke fürs Einschalten, Leute. Und ich habe eine Idee, weil ich ja dieses Eisschwert habe. Das ist zwar nicht besonders stark, aber vielleicht macht es ein bisschen mehr Damage als... Ja, yep, macht es. Seele eines Dämons. Cool. Safer Souls. Latex-Kappe plus 2. Oh Mann. Jawohl. Okay. Oh, hi. Dass ich die alle zweimal besiegen muss. So, haben wir es jetzt? Gut. Nein, haben wir noch nicht. Ach. Jetzt aber. Mann.
So. Jetzt hat. Schwelender See. F.A. Hallöchen, schön, dass ihr alle am Start seid. Hey, was geht? Was ist das? Da dreht sich was. Ein Mechanismus. Oh, okay. Ey, ja, ey, haha, ey, kein Problem. Ich habe da hinten eh noch einen anderen Weg gesehen. Wir warten mal eben. Augenbinde des alten Weisen und ein Hexenring. Augenbinde des alten Weisen. Die große Augenbinde sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das Wesen... Ah, für Pyromanten, okay. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Und dann haben wir einen Hexenring. Verstärkt Pyromantie enorm. Okay. Da wird sich über Mechanismus gefreut. Ja, Leute. Ich hab Bock auf Boss. Ist natürlich schön, dass ich hier diesen Weg schon gefunden habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich hier zurückgehe. Jetzt bin ich ein Depp. Nee, jetzt muss ich. Ach, das war jetzt ein bisschen dämlich. Ich werde jetzt aber einmal schnell leveln. Hey, Lady. Welcome home, Ashen One. Jetzt kommt wieder der geile Satz. Speak thine heart's desire. Speak thine heart's desire. Very well. Very well. Then touch the darkness within me. Großartig. Take nourishment from these sovereignless souls. Labt euch an den herrenlosen Seelen. Glaube 24 habe ich gebraucht für das Schlachtermesser. Nee, das war's nicht. Das war's, genau. Aber das macht gar nicht so viel. Schlachtermesser. Wie viele Seelen habe ich noch? Ja, André, komm mal her. Ich habe einen gewaltigen Haufen Upgrade-Materialien gefunden. Ich habe einen riesigen Haufen Upgrade-Materialien. Dann gehen wir doch mal... Nicht genug Seelen. Pretty, be careful. I don't want... Macht nix. Da ist kurz die Verbindung zum Chat weg gewesen. Jetzt ist sie wieder da. Well, Matt. Tis good what need. So, Schlachtermesser plus 5. Plus 67? Macht immer noch nicht so viel mehr Schaden. Aber ist cool. Ja. Kollege Schnürbacken da oben. Ich habe eine verdrehte Seele gefunden. Was gibst du mir dafür? Aha, so.
Ach, guck mal an. Großaxt des Dämons. Oder Dämonenfaust. Glaube, Intelligenz und Stärke. Und das hat alles. Aber das ist eine Großaxt. Und Großaxt ist halt zweihändig eigentlich, ne? Die Großaxt, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Tiefenseele. Ich wollte nur, dass er die Ratten da unten killt. Damit die loslaufen, bin ich einen Schritt nach unten gelaufen. So. Okay. Let's go. Hallöchen. Also, ich weiß schon, ich darf nicht so nah an dich ran. Ja, das macht mehr Damage als... Wow, okay, ja, alles klar. Also er kann mich auch treffen, wenn ich stehen bleibe. Ich habe nicht so viel Platz nach oben. Könntest du auch wieder nach unten gehen? Das ist uncool. Ich habe echt nicht so viel Platz, Kollege. Und jetzt kotzt er und daran sterbe ich jetzt. Instant, mehr oder weniger. Ha. Und dann kommt er immer weiter und immer weiter hier rauf. Ha. Ha. Der König der Wollnies? Was? Geiles Spielerlebnis. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Weil es geht ja jetzt wirklich nur darum, dass ich diese Mechanik rausfinde. Und ich habe kein Item gefunden, dessen Beschreibung ich irgendwie lesen sollte, könnte, dürfte. Aber ich kann mich mal hier noch umschauen.
Ob hier irgendwo ein Tipp steht oder irgendeine Info. Kommt hier eigentlich aus allen Dingern sowas raus? Nee. Aus keinen. Okay. Gibt's hier irgendwas? Kann ich den Kelch vielleicht kaputt machen? Nee. Irgendein Hinweis, Trick, irgendwas. Irgendwo ein. Hier vorne draußen vielleicht doch noch irgendwo was. Irgendeine Info oder so? Nee. Da ist ein Baum mit irgendwas. Nee, das ist jetzt auch eher weniger hilfreich. Nun. Wieder so ein Ding, das irgendwie, wo ich so kurz davor stehe oder so. Ach, keine Ahnung. Guck nochmal darunter. Hi. Darf ich den Loot haben oder läufst du direkt? Nee, du läufst direkt auf mich zu. Jetzt spuckst du. Uncool. Nee. Hand. Na, zu spät. Ich wollte eigentlich rollen. Autsch. Also da unten in seine Grütze darf ich ja nicht rein. Aha, okay, alles klar. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die goldenen Armbänder irgendwas in der Richtung mit ihm zu tun haben. Damit habe ich schon gerechnet tatsächlich. So, und die Kotzgrütze, wie weit reicht die? Ja, nee, wir wollen nicht so weit. Ah, kotzt du wieder? Ja, er kotzt wieder. Ja, gut, also ich habe immer Zeit, quasi. Nope. Oh, 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 nicht gut, nicht gut. Mist, zu spät gedrückt. Nee, 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 nicht unten in die Kotzgrütze. Wichtig, wichtig, wichtig. So, jetzt das andere bitte. Kotzgrütze? Nee, keine, doch, nein, doch. Jetzt Kotzgrütze? Jetzt Kotzgrütze. Hoffen wir, dass der Abstand hier noch reicht.
Yep. Yes, nice. Okay. Ich glaube, hier war es tatsächlich sinnvoll, das Schwert zu wechseln. Weil ich vermute mal, dass die mit Schaden schneller kaputt gehen. Die Armbänder. Mit Stärkeschaden. Jetzt kriege ich den Loot nicht, der da lag? Ach, das ist ja gemein. Ja, ich hätte gerne den Loot da unten. Seele des Hochfürsten Wolnir. König der Wolnis. Okay. Kann ich den nochmal anfassen? Ich will da runter und den Loot haben, bitte. Oh, den Turmschlüssel. Bevor ich jetzt level, kaufe ich mir mal eben den Turmschlüssel. Wenn der gerade da im... In der Infobox stand. Jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Boah, was mache ich jetzt? Nein. Ach, verdammt, kann ich von hier aus mit dir reden? Nee. Aha, so. Ja, ich habe noch mal eine Seele gefunden. Schwarze Schlange lässt flackernde schwarze Flamme am Boden tanzen. Wird? Okay, das ist... Pyromantie. Okay, und was ist das? Heiliges Schwert von Fürst Wolnir. Großschwert. Nee, sehe ich nicht. Die Axt vielleicht später. Also schluck ich jetzt. Wolnirs Seele schluck ich jetzt. Beim Dämon bin ich mir noch nicht sicher. Welcome home, speak very well. Then touch the dark, take nourishment. Let these souls withdrawn from. Ja, passt. Bisschen mehr Leben. Ist in Ordnung. Ah, Gewicht. Gewicht sollte ich noch ein bisschen machen. Ist Wolnir eigentlich. Nee, von dem habe ich jetzt sonst nichts bekommen, ne? Das war einfach nur so ein Nebending. Das ist keiner von den. Eldritch. Ist keiner von den Boys hier. Lothric. Das war der Abyss. Und Jonur. Der Riese. Okay. Ich bin neugierig. Ich möchte durch das Tor gehen. Aber Turm habe ich im Hinterkopf. Können wir jetzt auch hochgehen? Ich bin aber neugierig und möchte, weil ich da noch nicht hingelaufen bin, möchte ich jetzt durch das Tor gehen, das gerade aufgegangen ist. Hallo? Hallo? Keiner da.
Hey, was ist das denn? Irizil des Nordwindtals. Heiliger. Wow, okay, alles klar. Und hier ist nochmal ein Leuchtfeuer. Wie viel Sinn macht das denn? Also, ab zum Turm. Bevor ich hier das neue Gebiet mache, ich erstmal den Turm jetzt, mache ich den mal klar. Einfach. Um das abzuschließen. Willst du etwa türmen? Wait. Was ist das? Lol. Musste ich dafür nicht hier irgendwo lang? Ich glaube schon. Oh, erschreck mich halt, Köter. Ja, ist ja gut. Dämlicher Köter. Nee, hier nicht. Das hat mich gerade super verwirrt. Jetzt ist da kein Nebel mehr. Hey, euch habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Hallo, ja, untersuchen. Ein Riesenbaumsamen noch nicht gefallen. Ja, dann fäll ich dich jetzt. Nee, okay. Also hier, Schlüssel zum Turm. Hier war ich schon, ja. Okay. Geil. Stark, 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 stark. Sieht schön aus. Wow, okay. Fast wie bei mir daheim. So sieht's hier auch aus, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ungefähr ziemlich genau der gleiche Blick. Nicht ganz so nah dran, aber... selber Vibe, sagt man, glaube ich. Oder, ja, selbes Feeling. Kriegt man dasselbe Gefühl. Das hier sieht... Da unten ist Loot. Was ist das da unten? Kann ich... Da unten ist Loot. Und hier ist ein Aufzug. Aber der Aufzug wird mich nach oben fahren, schätze ich mal. Yep. Richtig geschätzt. Alter Schwede, was hier los ist, ey. Wahnsinn. Echt? Echt jetzt? Man lässt mich hier einfach außen rumlaufen und es gibt nichts? Ah. Okay. Ah. Gut. Ach, Dark Souls.
Typisch Dark Souls. Feuerhüterseele. Okay. Was und dafür habe ich jetzt 20.000 bezahlt? Kann ich die Glocke irgendwie läuten? Also ich würde sie ja schon gerne läuten. No refunds. Yep, okay. Okay, sie hat einfach keine Hitbox, die Glocke. Macht der Bogen mich so schwer. Anscheinend. Und dafür habe ich jetzt wirklich 20.000 bezahlt. Was macht denn die Feuerhüterseele? Es ist immer noch ein bisschen die Frage, wie komme ich an den Loot da unten? Ich sehe schon. Das ist doch hier Dark Souls und nicht Parkour. Wie heißt dieses... Parkour-Spiel. Aber darüber kommen wird schwer. Hätte ich in die andere Richtung hüpfen müssen. Mirror's Edge. Estus Ring. Okay. Ha! Perfekt, nehme ich. Okay. So. Mies war es jetzt doch noch nicht, aber hä? Verwirrung macht sich breit. Wait. Mir fehlt doch noch... Hä? Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Hä? Weil hier... Da ist doch noch was. Leitern treten, ja, wichtig. Ganz wichtig. Achso, warte. Hier ist wieder der Bereich mit dem nackten Ninja. Oh! Willst du wieder Glitzerzeug haben? Ich weiß gar nicht, was die... Ja, nee.
So, okay, also. Dann gehe ich nochmal den Turm hoch. Du verschwindest ja gar nicht, Funkeltitanit-Tierchen. Und versuch nochmal an den anderen Loot da ranzukommen. Dann halt doch ein bisschen Mirror's Edge, hä? Huh? Echt schwer zu sagen. Ich werde hier wahrscheinlich drauf gehen. Und wie er schreit. Nee, hier bin ich falsch. Was? Wo will ich hin? Da oben. Und dann links und nochmal links. Und irgendwie... Hier so. Mach auf! Danke. Erstmal Panik bekommen, weil der Nebel nicht weggeht. Also, ich habe gelernt, das ist keine Struktur, auf der man landen kann. Ich hatte es gehofft, aber dann probiere ich einfach jetzt geradewegs hier runter zu hüpfen. Mal gucken, ob das funktioniert. Yes, Sir. Feuerhüterrobe, Feuerhüterhandschuhe, Feuerhüterrock. Was? Oh oh. Ah, reicht. Okay. Ja gut. So, wer ist der Feuerhüter? Feuerhüterrock haben meine Eltern früher viel gehört. Ich stehe auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Also einfach nur wegen Rockmusik oder gibt's da irgendwas Besonderes? Speak thine heart's desire. Bist du keine... Da! Feuerhüterseele! Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both firekeepers after all. Die Feuerhüterin kann das dunkle Siegel jetzt heilen. Wait, ich habe schon zwei davon. Moment. Ja, ja, lass mich kurz. Moment. Hier. Zwei dunkle Siegel. Mit der Ansammlung des Fluches. Wait. Ha. Huh. Also Moment. Jetzt machen wir erstmal das. Speak thine heart's desire. Heile bitte. Wait, 18.000 Seelen? Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht mal, was das für ein Fluch ist. Was der mir antut oder keine Ahnung. 18.000 Seelen, die hat ja nicht mehr alle. Ja, voll. Ist auf jeden Fall ein Scam. Vergiss es. Bisher haben mir meine dunklen Siegel eigentlich eher geholfen. Die sind ein Teil von mir und du willst sie mir wegnehmen für so viel Geld? Vergiss es. Genau. Jetzt will ich ganz kurz... Ich habe doch hier so eine Lady befreit. Die ist doch bestimmt jetzt hier, oder? Ja. Hi.
I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. Bast. Are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. So, aber ich habe immer noch keinen Zauberslot. Aber ich denke, so ein... So ein Heal-Zauber kann schon nützlich sein. Aber ich glaube, ich habe keinen Zauber... Ja, ich habe null Zauberei-Slots und ich weiß nicht, woher ich die bekomme. Also hat sich das eigentlich echt erledigt hier. Wäre schon cool, aber bringt mir halt einen Feuchten. Erlaubt einstimmend zusätzlicher Zauber. Have a pleasant journey, Champion of... Habe ich jetzt einen Zauberei-Slot? Oh, Champion of the Wish. Jetzt habe ich einen Zauberei-Slot. Okay. Have a pleasant journey. Leute, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel in Dark Souls 1, 2 und 3... Nee, stimmt nicht. Ich habe in Dark Souls 1 habe ich mal gezaubert. Blitzspeer. Oh, Blitzspeer klingt auch cool. Erhöht Gewicht. Achso, das, was man tragen kann. Pyromantie verstärkt Schadensminderung, alle Resistenzen und erhöht das Gewicht. Das ist natürlich auch geil. Ja, okay. Kann nicht gewirkt werden wegen zu wenig Attribute. Und den kann ich nicht benutzen, weil. Einfach weil. Ach nee, warte, dafür muss ich Y drücken? Nee. Welche Taste muss ich zum Zaubern drücken? Das ist jetzt, das ist kein Backseat-Game, das ist Steuerung. Nee, da sauf ich. Ah, Zauberstab, das kann sein. Ja, okay, verstehe. Ah, Mist, dann bringt mir das ja alles gar nichts hier. Dann ist es gerade vollkommen wurscht, ne? Auch wenn ich den drin habe. Oder Wunder? Nee, warte, für Wunder brauche ich, glaube ich... Brauche ich für Wunder dann auch einen Zauberstab oder so? Wahrscheinlich, ne? Ah, okay, irgendwas, keine Ahnung. Na gut, ich hatte gehofft... Aber dieses Waffe verstärken, das verstehe ich dann nicht. Habe ich irgendwas? In der Richtung. Ich habe ja nicht mal irgendwie eine Keule, einen Speer. Ich habe ja nicht mal irgendwie Zaubergedöns. Ich habe ja gar nichts in der Richtung. Noch nichts gefunden. Guck mal, die will mich hier von dem Zeug heilen. Ich kann es aber auch einfach löschen. Ich kann auch einfach das dunkle Siegel löschen. Was soll ich denn? Also ganz ehrlich, und dann soll ich dafür 18.000 Gedönse bezahlen? Nee, wenn ich die einfach löschen kann. Vergiss alles.
Warum ist er tot? Hallo? Ich fand den ja voll cool. Was soll das denn? Er ist einfach tot. In Germany we say, tja. Ja. Ey, oh, das ist ja voll, das ist super schade, der arme Kerl. Oh, er war Pilger, der die, och Mann, warum ist er tot? Schweinerei. Ah, geht leider nicht. Große Titanit-Scherbe, okay. Dunkeltitanit. Ah, das kann ich nochmal verbessern. Warum eigentlich nicht? Was fehlt mir hierfür? Große Titanit-Scherbe. Ja, komm, dann verbessere ich das noch ein bisschen. Weil das habe ich. Das hat mir jetzt schon gute Dienste geleistet. Ich denke, das werde ich auch auf jeden Fall auch wieder benutzen. Oh, das ist voll schade. Ich fand den cool. Müsste das sein, ne? Ich glaube, dann gucken wir uns mal den Mechanismus an, der wohl kein Mechanismus zu sein scheint, sondern der wahrscheinlich irgendwie ein Boss ist oder so. Oder halt irgendein Gegner oder keine Ahnung. Mal sehen. So, was bist du? Hä? What the fuck? Alter! Stopp! Es ist eine Balliste! Es ist eine riesige Dreischussballiste! Ihr habt sie ja nicht mehr alle! Ah! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh, was ist das? Okay, ich weiß, warum da eine riesige Dreischussballiste zu finden ist. Ja, Balliste, schieß mal auf den Riesenwurm. Nein, der blitzt! Was ist das hier für ein Terror? Nee, schieß doch nicht auf mich! Da ist ein riesiger Wurm! Hilfe! Ah, nein, aua! Stopp! Was? Was passiert? Und er schießt auch noch Laserstrahlen! Aua! Stopp! Aufhören! Aufhören, bitte aufhören! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Sieht auch noch so ruhig und harmlos aus im ersten Moment. Ja, ja, also ich meine, den Mechanismus kriegt man ja dann schon mit, der da losgeht. Krabben. Ja, mit denen will ich mich eigentlich ehrlich gesagt nicht anlegen. Ich habe gesagt, ich will mich mit euch nicht anlegen. Ich will hier nur durch. Habe ich jetzt nicht direkt einen Weg gesehen.
Aber es könnte sein, dass da hinten in der Ecke noch was war. Würmer, Krabben, ja. Was hier unten los ist. So, da hinten wartet ein riesiger Todeswurm, der Laserstrahlen schießt und blitzt. Nee, ich muss hier hinter den Baum. Einfach. Oh Mann. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich dachte eigentlich, er hätte gerade geschossen. Da habe ich mich vertan. Komme ich hier durch? Nee. Mir scheint, es gab hier oben mal Zivilisation. Okay, wo ist der? Das da oben. Da oben scheint der Durchgang zu sein. Das heißt, hier in der Ecke ist nix, ne? Moment, ich schau noch mal kurz. Da ist noch ein bisschen... Da ist ein bisschen Loot. Ja, da können wir mal kurz hin und den Loot sammeln. Wow, okay, er zerstört einfach die Mauer. Chaotischer Edelstein, okay. Ja, mein Loot brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß auch, wo ich hin will. Warte mal, da hinten ist ein Durchgang. Huch, wie konntest du mich hier denn treffen? Oh oh. Bin ich von hier gekommen? Nee, ne? Stehen geblieben! Sie sind verhaftet! Nein, er ist weg. Ach, guck mal, hier sind wir. Da oben ist die Hängebrücke. Das hier ist ja auch so... Das ist so... Das ist sowas von eine Falle hier. Irgendwas passiert hier gleich. Keine Falle? Einfach nur Loot? Einfach nur Loot. Gut.
Aber ich weiß, wo wir jetzt hingehen. Erstmal die Mimika killen und dann da, wo der Feuerdämon war. Da bin ich, glaube ich, nicht tiefer runter, oder? Lol, hier gibt es tatsächlich einen Weg darüber wieder. Ist das der Rückweg oder was ist das hier? Nee, das ist einfach nur, damit man die Seilrute, die Ding nicht nehmen muss. Naja. Passt. Die Seilrutsche, die Hängebrücke. Ach nee, Quatsch. Ich habe gerade überlegt, wo bin ich? Nein, hier hätte ich ja auch mit dem Leuchtfeuer hin können. Ich wollte ja. Genau. Ach, das wäre eh. Ach, ich bin ja dumm. Es wäre besser von dieser Seite gewesen. Hätte ich ja gleich die Brücke kaputt machen können und wäre hier unten gewesen. Naja, fürs nächste Mal. So, der ist ja hoffentlich nicht mehr da. So, du hässliche Mimika-Kiste. Schluck mein Schwert. Oh. Nein, das war selber schuld. Ja, ja, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Okay, 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 okay. Danke. So. Unnötig komplizierte Warzklinge. Oh. Was machst du denn hier? Schwarzklinge. Ich will eigentlich gar nichts von euch Skeletten haben hier jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder alle dreimal killen zu müssen. Ja, es ist nur zweimal. Ich habe aber eigentlich einfach keinen Bock. Deswegen laufen wir hier durch. Und schauen mal. Hä? Bin ich dumm? Ich bin ja sowas von dumm. Ich bin ja so blöd. Wie kann man so bescheuert sein? Ich bin doch hier runtergelaufen und habe dieses Leuchtfeuer gefunden. Oh Mann. Na, dann schauen wir nochmal, was da unten los ist. Aber ich sehe keinen. Schwierig. Da hinten ist ein Bosskampfnebel. Aber da hinten komme ich eher nicht so gut hin. Wegen. Aus Gründen. Wegen eines gigantischen, blitzspuckenden Riesenwurmes. Ja, danke.
Gut, da komme ich nicht durch. Wo ist die Riesenballiste? Ja, er hört nicht auf. Jetzt hat er aufgehört. Schild des Verlangens. Ich will gar nichts von dir, Riesenwurm. Ich will gar nichts von dir. Aua. Alter Dämonenkönig. Okay. Au. Warte kurz. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Warum kann ich mich hier hinter Sachen verstecken? Und warum habe ich hier einen alten Dämonenkönig? Mist. Ja, das war gerade ein dummes Ausweichen. Und das war ein dummes Heilen und das war, keine Ahnung, der... Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh! Können wir sowas nicht tun? Deswegen stehen hier Sachen rum, dass ich mich dahinter verstecken kann. Boah, sowas. Und der explodiert so ein bisschen. Sachen, ja, das sind riesige Leichenhaufen. Ah. Mit diesen... gigantischen Entdeckungen, die mich gerade noch ein bisschen überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, wo was als nächstes kommt. Aber auf jeden Fall wird es in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal einen Versuch mit dem alten Dämonenkönig geben. Sage ich YouTube, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.